leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Ich bin in München bei BMW und präsentiere euch das neue Vierer Coupé. Die Coupés haben eine große Historie bei BMW. Man erinnert sich gerne 1938 das 327 Coupé oder auch 1954 das schöne BMW 502 Coupé. Und BMW hat ja im Jahre 2013 gesagt, Mensch, Dreier Coupé, eigentlich sind die Coupés viel zu wichtig, wir geben denen eine eigene Bauchreihe. Also gibt es das Vierer Coupé, später das Vierer Grand Coupé und das Cabrio läuft ja auch als Vierer. Und ich präsentiere euch hier heute die fünfte Produktgeneration des Mittelklasse Coupés, hier in der Form eines M440i xDrive Coupés. In der wunderschönen Farbe, so finde ich zumindest, Arctic Race Blue Metallic. Also, der Vierer, das Vierer-Coupé soll sich eindeutig von der Limousine, von der Dreier-Limousine abheben und die Front natürlich auch vom Dreier-Touring. Ich lasse das mal so stehen, damit ihr ein bisschen die Front auf euch wirken lassen könnt. Vorzugsweise die Niere, aber bitte hört mir zu, denn ich habe ein paar Fakten für euch. Das Fahrzeug, das Coupé steht 57 mm tiefer da als die Limousine. Dadurch ist der Schwerpunkt ganze 21 mm nach unten gedrückt worden. Wir haben hinten eine deutlich breitere Spur als bei der Limousine, nämlich 23 mm und so langsam wird ein Schuh draus. Der Wagen hat auch noch zusätzliche Versteifungen bekommen. Dazu sind die Türen, übrigens die größten Türen, die BMW aktuell fertigt, wie die Kotflügel und auch die Haube aus Aluminium. Und so hat es BMW hinbekommen, dass das Fahrzeug sich natürlich noch deutlich agiler fährt als der Dreier, der ja schon mit Lob überschüttet worden ist. Und wir haben eine perfekte Gewichtsverteilung von 50 zu 50. Ja, könnt ihr mal die Kinnlade wieder ein bisschen hochnehmen. Das ist die Niere. Sie ist tatsächlich so groß, so hoch, sage ich mal, denn so breit ist sie ja gar nicht. BMW hat gesagt, okay, wir wollen uns nicht nur vom Dreier abheben, sondern wir wollen auch zeigen, dass wir hier kräftige Motoren drin haben, die eine ganze Menge Kühlungsluft brauchen. Und das machen wir am besten durch so ein Nierenpaket hier. Ich bin gespannt auf eure Kommentare da draußen. Zu den Lichtern kann ich euch noch was sagen. Wir haben in der Serie schon Voll-LED-Scheinwerfer. Hier die adaptiven LED-Scheinwerfer mit Laserfernlicht. Und das Schöne ist, wenn der Scheinwerfer blinkt, sieht es jetzt noch hübscher aus. Im Vergleich zum Vorgänger ist das neue Vierer Coupé 128 mm länger. Das heißt, fast 13 cm. In den Radstand sind davon 41 mm gewandert. Das Fahrzeug ist auch ein bisschen breiter geworden, aber nur 22 mm. Es steht tatsächlich ein bisschen höher da als der Vorgänger, nämlich ganze 6 mm. Ja, gut. Was haben wir noch? Felgen. In der Basis steht der Wagen auf 17 Zoll Alufelgen. Der M440i xDrive müsste eigentlich auf 18 Zollern stehen. BMW hat hier aber die optionalen 19 Zöller aufgesteckt und man könnte sogar noch aufrüsten auf 20 Zoll. Das Coupé kommt immer im Sportfahrwerk, was 8 bis 10 mm tiefer ist, beziehungsweise das Auto 8 bis 10 mm tiefer legt als die Limousine. Und BMW bietet das Fahrzeug in 2 Uni, 6 Metallic und 3 Metallic Individualfarben an. Ich hatte euch ja schon gesagt, die Farbe hier nennt sich Arctic Race Blue Metallic. An der Hinterachse vom M440i haben wir natürlich das M-Sport-Differential, damit man die Kraft noch mal ein bisschen schöner in den Kurven nutzen kann. Serienmäßig beim M440, optional bei allen anderen Motorisierungen. Ja, das Heck. Habt ihr ein bisschen gesehen, auf euch wirken lassen. Ach, was ich ganz vergessen hatte, was ich schön finde, auch BMW zeigt hier so einen richtigen Muskel, ne? Also, dass hier der Kotflügel so aussteht und man hat hier nochmal so eine schöne Fläche, die raussteht. Ich finde es schick. Gut, jetzt aber, das Heck soll auf euch wirken. Und ihr solltet erkennen, es hat ganz viele waagerechte Ebenen da drin. Das machen die Designer in der Regel, damit das Ding noch ein bisschen satter auf der Straße steht. Im Prinzip genau so, ne? Und die Rückleuchten natürlich nur mit LEDs beleuchtet. Die Auspuffanlage bei allen Modellen doppelbordig. Doppelbordig, genau. Bei den kleineren Motoren eher runde Auspuffrohre und hier bei den Performance-Modellen sind die dann eben trapezförmig. Gut, der Kofferraum.
öffnet sich. Elektrisch, das allerdings nur optional. Optional gibt es auch eine Anhängerkupplung, die sich elektrisch ausfährt. Der Kofferraum selber fasst jetzt 440 Liter. Im Hauptraum gibt es 30 Liter mehr als noch beim Vorgänger. Und ich gucke noch mal, die Rücksitzbank, die ist auch umklappbar im Verhältnis 40-20-40. Genug vom Kofferraum, natürlich steige ich auch mal ein. Kinder, wo kommen wir denn sonst hin? Ich darf euch sagen, dass wir hier natürlich, wie sich das gehört, beim Coupé rahmenlose Scheiben haben. Wir haben aber nur diese eine Tür, auch wenn sie so wahnsinnig groß ist. Wie komme ich also nach hinten? Ich habe die Möglichkeit, den Sitz hier anzukippen, den Sportsitz, und dann fährt er schön elektrisch vor. Ihr wollt, dass ich einsteige, ich weiß es doch. Ich kann euch aber sagen, ich habe schon mal ausprobiert und ich sitze hier hinten gut. Das zeige ich euch aber erst, wenn ich das Auto fahren darf, edgy badge. Aber ihr seht, ich kann auch hervorragend wieder aussteigen und ich kann auch schon einsteigen, während der Sitz nach hinten fährt. Allerdings ist mein Auftritt hier gar nicht so groß, denn es gibt nicht so viel Neues zu erzählen. Die Türtafeln sind deutlich länger, ist ja klar, wenn die Türen größer sind. Ich sitze ein bisschen tiefer, dadurch wirkt der Tunnel wesentlich höher und ich habe noch mehr dieses eingeschlossene Gefühl, wo ich mit dem Auto verschmelzen kann. Ein bisschen mehr Ablagefläche gibt es im Vergleich zum Vorgänger und eben kann ich empfehlen, weil ich es aus dem Dreier schon kenne, das gute Harman Kardon Soundsystem mit 464 Watt. Gut, dann gucken wir uns mal die Motoren an. Dazu öffne ich mal die Haube schnell. Ja, dann kann ich euch sagen, zur Markteinführung wird es 3 Benziner und einen Diesel geben. 2021 folgen dann 2 weitere Diesel. Die Leistungsrange von 184 bis 388 PS. Ja, und hier haben wir den schönen Reihen-Sechszylinder vom M440i. Beschleunigt das Baby in unter 5 Sekunden von 0 auf 100. Was ich viel spannender finde, das ist jetzt mit Mildhybrid-Technologie, wie auch alle Dieselmotoren. Das heißt, wir haben 48 Volt Bordnetz, einen Startergenerator, der den Motor dann auch nochmal boosten kann. Angeflanscht, egal welcher Motor, ist immer das 8-Gang Steptronic Automatikgetriebe, was es natürlich auch nochmal in der sportlichen Ausführung geben wird. Ja, gebaut wird er übrigens jetzt in Dingolfingen und ab Oktober 2020 soll er bei eurem Händler stehen für Probefahrten. Ich hoffe, dass ich vorher die Gelegenheit bekomme, ihn mal zu fahren und euch auch eine vernünftige Videokaufberatung zu kredenzen. Ein paar Kollegen durften schon Prototypen fahren. Einer davon ist Benny von Bimmer Today, den habe ich unten verlinkt, weil sich der Fahrbericht, den er geschrieben hat, wirklich sehr gut liest. Und gerade die BMW-Freunde, wenn sie ihn Benny nicht eh schon kennen, die sollten da mal vorbeilesen. Das ist schön. Gut, Kinder, bleibt gesund da draußen. Ich verabschiede mich jetzt wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan. Ja, manchmal lohnt es sich tatsächlich dran zu bleiben. Hier haben wir nämlich ein zweites Exponat. BMW macht das beim Vierer jetzt so, es gibt gar keine Ausstattungslinie mehr als solche. Es gibt die Basis. Und in der Basis inkludiert ist quasi schon die Sportline. Und dann gibt es halt noch das M-Sportpaket und die M-Modelle, ist klar. Aber sie haben die Basis halt deutlich aufgewertet. Und ich möchte mal, dass ihr das auf euch wirken lasst, vor allen Dingen die Nieren. Ich persönlich finde nämlich, dass sie wesentlich dezenter aussehen. Und ich finde gerade das Coupé in dem wunderschönen Weiß hier, sieht noch mal viel eleganter aus als die Sportversion, also als der M440i. Und mir gefällt das zivile Coupé fast noch besser. Ja, und jetzt dürft ihr euch auch noch mal in Ruhe das Heck ansehen. Ich schlender hier mal ganz langsam vor euch, damit ihr mehr vom Auto habt und weniger vom Jan. Auch noch mal bitte die Seitenansicht so schräg von hinten. Ich finde den schick. Den 430i. Ich persönlich finde ihn sogar schicker als den M440i, den ich euch eben in Blau präsentiert habe. Wie sieht's bei euch da draußen aus? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. M440i oder 430i. Lasst es mich wissen. Ich bin jetzt wirklich raus. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Reicht? Ja, fertig.